Adrenalin präsentieren euch die Eröffnung der längsten Doppelseilrutsche Europas. Die Mega Zipline. Willkommen am Radio SAW Showtruck. Mit Spiel und Spaß für Groß und Klein. Und hier ist der Mann, der seinen Freudenschrei schon erklingen ließ. Radio SAW Moderator Warren Green. Ja, einen wunderschönen guten Morgen an diesem frühen Sonntag. Hallo, alle da an der Talsperre, ich grüße euch. Wenn ihr wollt, könnt ihr ruhig hier nach vorne kommen, denn wir haben hier auch einen riesen Bildschirm, da kriegt ihr alles live übertragen. Ja, ihr seht, was los ist oben auf dem Turm, was da passiert, wie die Leute vorbereitet werden. Den Angst im Gesicht, das seht ihr dann hautnah im HD. Ja? Aber nur hier vor der Bühne, denn hier haben wir unseren riesen Bildschirm. Heute ist die offizielle Eröffnung von dieser Mega-Zipline. Man sieht den Turm da oben in 17 Meter Höhe. Ich stand am Dienstag da oben, habe runtergeguckt und habe meine Mutti gefragt, ob sie mich lieb hat. Ein großartiges Erlebnis. Also wer Zeit hat heute, auf jeden Fall mitfliegen. Also fahren kann man nicht sagen, denn es ist wirklich Fliegen und es macht so einen Riesenspaß. Wenn man erstmal dieser bisschen Respekt, die man durchaus hat, überwunden hat, dann ist das ein Riesenspaß, ein Riesensauser. Es wird ja zunächst ein Probeflug geben, bevor denn der Schornsteinfeger als erstes denn so offiziell runtergeht, denn das soll bekanntlich Glück bringen. Es gibt ja aber ein paar Leute hier, die auch sich freuen, dass es endlich losgeht, dass endlich eröffnet wird, nach ganz vielen Jahren Vorbereitungen auch in der Bauphase. Und zunächst würde ich gerne den Landrat auf der Bühne begrüßen, Herr Michael Ermrich. Herr Ermrich, jetzt wird offiziell eröffnet. Morgen erstmal. Morgen. Schön, dass SAW heute hier ist. Wir freuen uns auch. Dass ihr euch engagiert hier und heute bei diesem großen Event im Harz dabei seid. Ich freue mich sehr drüber, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Man muss ja sagen, Hochachtung vor Harztrenalin. Es ist jetzt so, ich würde sagen, zwei Jahre wird es schon sein, wo sie das erste Mal bei mir waren und mir drei Projekte vorgestellt haben. Da sind sie alle beide, ja. Bei mir im Dienstzimmer und sagen, hier, wir wollen was Neues machen hier. Wir sind rumgekommen in Deutschland, wir haben einiges gesehen und wir haben den Eindruck, hier fehlt was. Der Harz ist schön, wir fühlen uns hier wohl aus Eljerode, aber wir wissen eben, Wandern allein ist es nicht, schöne Berge allein ist es nicht. Wenn die Familie kommt, die will auch mal was Besonderes machen. Haben wir drei Sachen, haben sie gesagt. Drei Sachen haben wir im Petto. Einmal würden wir gerne mit den Segways bis zum Brocken fahren. Ihr könnt euch vorstellen, da habe ich das erste Mal überlegt, bis zum Brocken. Da kommen die nie hoch, kannst du sagen, das können sie machen, ja? Ich habe gedacht, Sie würden zuerst überlegen, was in Setra ist. Ah ja, na gut, das habe ich schon mal gesehen, ja. Aber ich dachte, die kommen nie da oben an, kannst du sagen, das machen wir, ja. Da wollten sie in der Fußgängerzone von Bernierode fahren. Das konnte ich nicht bewerkstelligen. Als Landrat bin ich kein Oberbürgermeister, ja. Aber ich muss sagen, die Dinger kommen tatsächlich auf dem Brocken oben an. Hervorragende Sache für die Menschen hier und wird sehr, sehr gut angenommen. Die zweite Idee, die sie hatten, sagen sie, wir wollen an der Talsperre runterlaufen. Naja, sag ich, ist auch nicht deine Kompetenz, da müssen wir mit Burkhard Hennig vom Talsperrenbetrieb reden. Burkhard hat aber gesagt, die Jungs sind in Ordnung, die werden den Leuten sagen, dass sie nicht jedes Mal einen Stein rausnehmen müssen, wie bei der Berliner Mauer damals. Und wenn sie das gewährleisten, dann können sie auch an der Talsperre runterlaufen. Also, auch das Projekt umgesetzt. Und das dritte, wohl mit der größten Herausforderung, das ist diese Doppelseilrutsche. Da muss ich natürlich ehrlich sagen, da haben sich ganz schön was vorgenommen. Wer was der Bauer nicht kennt, das wird er nicht. Ja? Das andere haben wir alle schon mal irgendwo gesehen. Aber das war was Besonderes aus der Ecke. Und ich freue mich natürlich, dass das gelungen ist, dass wir das umsetzen konnten. Und kann eigentlich nur sagen, toi toi toi, voller Erfolg, große Investition. Viel, es ist ja nicht nur die Investition, das muss jetzt alles begleitet werden von den von fachkundigen Leuten, ja, die passen auf, dass nichts passiert unterwegs, dass alles gesichert abläuft, dass die Materialien immer in Ordnung sind und dass wir dann unseren Spaß haben. Und wie Sie hier richtig gesagt haben, man kann ja mal fliegen. Ja. Wer möchte nicht gerne mal fliegen, muss ja gleich Fallschirmspringer sein, muss man ja nicht, sondern man kann ja das Gefühl des Fliegens haben, genauso wie wenn man mal von einer großen Schanze runterfährt, machen wir auch nicht. Ja.
Und insofern sage ich, eine hervorragende Sache. Und ich freue mich, dass SAW heute das zum Anlass nimmt, hier mit seiner Präsenz zu zeigen, der Harz ist ein moderner Harz. Er bietet für jeden was, auch für die Jugend. Und insofern herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen all denen, die heute bei der Eröffnung auch in diesem Rahmen die Veranstaltung begleiten wollen. So, jetzt habe ich eine ganze Menge gesagt. Ja? Das war gut so. Nein, das ist wunderbar. Können Sie als Landrat helfen? Wie haben Sie geholfen, dieses Projekt umzusetzen? Ja, als Landrat ist man ja froh, wenn einer eine Idee hat. Ja? Und wenn er kommt und sagt, dann geht es ja schon los, er braucht das Geld dafür, muss man manchmal jemanden überreden. Deswegen ist ja die Sparkasse heute auch hier, die das mitbegleitet hat. Die Investitionsbank hat mitbegleitet. Förderung des Landes ist geflossen, damit man so ein großes Projekt stemmen kann. Und die andere Seite ist natürlich die Frage der Genehmigungen. Ja, ist ja nicht irgendwas hier, Landschaftsschutzgebiet und Bebauungspläne und Statikprüfung, was alles so ist. Und da läuft eine ganze Menge beim Landkreis zusammen. Aber wichtig ist natürlich auch, der Bürgermeister, Herr Dampsch, ist ja heute auch hier, dass eben auch die Gemeinde bezieht und sagt, das ist eine gute Sache. Denn ich sage ja, wenn jetzt ganz viele Leute kommen, haben wir ja noch viel zu tun. Ja, wenn Sie an den Parkplatz denken, an das ganze Umfeld. Da haben wir schon oft zusammengesessen mit Burkhard Henninger vom Talsperrenbetrieb. Wir wissen, wenn hier solch eine Investition in Gang kommt, dann ist das an sich der Punkt, wo wir dann auch nachziehen müssen. Ja, und auf der anderen Seite, das ist ja das Schöne an dieser Mauer, das ist ja eine kleine Grenze. An der anderen Seite liegt ja dann die Stadt Thale. Und der Stellvertreter von Herrn Berzerowski, Herr Blusfeld, ist heute auch hier. Er will auch mal gucken, was auf dieser Seite passiert. Denn landen tun sie dann auf seiner Seite. Ja, dazwischen ist die Grenze. Ich sage Ihnen aber, keine Kontrollen, nichts. Sie kommen ganz sauber durch. Ganz frei. Okay, mal ganz ehrlich, als Sie das erste Mal von diesem Projekt gehört haben, was Sie da vorhaben oder vorhatten, waren Sie gleich begeistert oder haben Sie gedacht, das geht niemals? Doch, also begeistert war ich davon. Da bin ich ganz ehrlich. Ich habe den Jungs nur die Daumen gedrückt, dass unterwegs die Stolpersteine nicht zu groß wären und man zum Schluss nicht versagt. Der Enthusiasmus, den sie gebracht haben, die Seriosität im Auftreten, das schafft Vertrauen und da sagt man, das kannst du unterstützen. Und das hat ja offenbar geklappt heute. Und da Sie so begeistert waren, werden Sie bestimmt auch mitfliegen, oder? Also ich war schon oben auf dem Turm. Ja, also bis dahin bin ich gekommen. Ich sage Ihnen, wenn Sie dann über die Hälfte rauskommen, da steht einer und sagt, passen auf, jetzt... Wenn Sie jetzt hier hochgehen, hier kommen Sie nicht wieder runter, nur da unten, ja? Das war eine Hürde. Ja, da steht ja da, wie alt man, also man muss jünger als 150 sein, ja? Das kriegen wir noch hin. Das Gewicht habe ich auch hingekriegt, aber ich war dann zu groß, ja? 2 Zentimeter zu groß. Brauchte ich nicht runter. Ehrlich jetzt? Ja, da durfte ich dann wieder runtergehen. Ich glaube, ich will ja nicht ausschließen, dass ich das auch mal mache, ja? Will ich wirklich sagen. Es verlockt schon, wenn man weiß, wie die da oben stehen und einige schon ganz heiß sind. Ich habe schon einen gesprochen, der hat gesagt, ich bin schon nicht mehr unter den Top 10, unter den ersten 10. Er war etwas traurig, obwohl er früher aufgestanden ist. Also ich denke mal, vielleicht komme ich mal hierher, aber dann ohne SAW. Ja? Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, ja? Aber alles okay. Klar, ja. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Wir wünschen Ihnen heute viel Spaß. Herzlichen Glückwunsch nochmal allen, die beteiligt haben. Ins unfallfreie Fahrt und viel Vergnügen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Nochmal Applaus, meine Damen und Herren, für Herr Ermrich.